So, jetzt wollen wir uns mal aufmachen. Dich überhaupt richtig? Ne, hier muss ich doch hin, ne? Verdammt, nee, doch. Es war doch dort richtig. Oh, das kann ja wohl nicht sein. So, jetzt gehen wir zurück zum Schiff. Hoffe ich zumindest. Der Clan hat nach der Vernichtung des Verloc-Clans an Stärke gewonnen. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere. Mich würde interessieren, wie diese Turianer. Aha, bla bla bla. Ha, okay, das war richtig. Durch so richtig, sehr schön. So, dann begeben wir uns jetzt wieder zurück auf Le Normandy. Und, ich glaube, das können wir rüber springen, genau. Und, also wir können jetzt entweder mit Jacobs Quest weitermachen. Oder mit der weiteren Rekrutierung. Aber warte mal, Samaras haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Ich glaube, ich habe auch. Ich würde sagen, wir machen erstmal die von Jacob. Dann die von Samara und dann geht's mit Rekrutierung weiter. Und, ja. Hallo? Soll ich nochmal mit Grant reden? Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich mach das einfach mal. Nee. Ja. Da ist der Grund. Ja, diese Episode wird wahrscheinlich nicht ganz so lang werden, weil ich habe nicht so super viel Zeit zum Aufnehmen. Ich musste mich ein paar Stunden schon wieder aufstehen und arbeiten gehen. Hab das alles ein bisschen zu sehr aufgeschoben, weil ich dachte, okay, jetzt mache ich nochmal schnell eine Folge. Also das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob wir da auf die Viertelstunde auch kommen. Erdnard Grant, das gefällt mir. Das glaube ich dir. Ich habe einen Clan. Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Uwenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Okay. Wir haben damit angefangen, weil sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen sie gewalttätiger als je zuvor. Reef hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angestaut. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Davon gibt's definitiv genug. Die Gefahr besteht nicht. Die stehen doch praktisch schon Schlange. Dann kommt jeder mal dran. Ha, genau so will ich's haben. Nicht nur du. Ja, sehr schön. Okay. Ihm geht's also gut. Er ist angriffslustiger denn je zuvor. Das hören wir doch schon mal sehr gerne. So, ich habe vorhin irgendwas gehört von, dass ich neue Nachrichten auf meinem Terminal habe. Das interessiert mich natürlich sehr. So. Die auf Ilos gefunden wurde. Das ist wichtig, dass ich ja. Das war eine Quarantäne-Transition und Tester. Aha. Naja. Interessant. Ein Grand Commander von Schamane Erdnot. Sind sein Commander, sie sorgen dafür. Noch eine Verdampfmission zurück. Mein Volk braucht ihn. Okay. Anlage auf Pragia. Ja. Ja, dann haben wir das auch. Mal hätte ich Mordin Universalwerkzeug. Okay. Sind wieder sehr viele interessante Sachen dazugekommen. Mit der Forschung werden wir uns auch noch bei Zeiten beschäftigen. So, aber jetzt gehen wir wieder mal ein bisschen auf Reise. Nee. Einmal einen Matzenportalsprung. Jacob helfen, nämlich hier im Rosettennebel. Schau an, schau an. So, dann machen wir jetzt wieder einen Masseneffektsprung. Ja, Jacobs Mission ist, ich glaube, ich bin hier falsch, kann das, ne? Batala! Bin ich jetzt ins falsche System geflogen? Abschutzstelle der Normandy erkunden? Warte mal, das muss ich mir jetzt mal genau angucken. Ach, hier ist das von Jacob. Oh, El Blindo, ey. Na gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch die von Samara machen. Dazu müssen wir nämlich wieder nach Omega. Das ist doch eine sehr schöne Sache.
Waren wir auch schon lange nicht mehr. Ich finde Omegas ziemlich cool eigentlich. Hat so eine, ja, komm weg damit. Hat so eine geile Raumstation, wo voll die Party abgeht. Wo es nicht so wirklich eine so Regierung oder Gesetze in dem Sinne gibt. Also schon irgendwie so ein Ort für allerlei Vagabunden aus dem All. Sehr spannend auf jeden Fall. Immer diese Ladebildschirm. Jetzt kann ich ihm auch einen neuen Anzug geben. Na, der sieht ja nicht so anders aus. Ein bisschen dunkler halt, ne? Egal, neue Anzüge müssen her. So, wen nehmen wir mit? Ich nehme sie schon mal mit. Für alle Fälle. Und... keine Ahnung. Komm, lass mal Jack mitnehmen. Obwohl, ich glaube, die sind beide relativ ähnlich von ihren Skills, ne? Na, dann nehmen wir natürlich Thane mit. Was geht denn? So, ich habe 3 Punkte. Worauf kann ich die packen? Kampfdrohne. Ach, die benutze ich so selten. Ich benutze sowieso meine Fähigkeiten viel seltener, als ich vielleicht sollte. Ja, das ist so eine Art von Angriff, die ich eigentlich nicht benutze. Ich bewahre meine Punkte erstmal wieder auf. Ist vielleicht besser. Die Menge an Toten auf Omega ist zu hoch, um daraus den Aufenthaltsort einer Adad-Yakshi zu ermitteln. Super. In Anbetracht des Rufes der Adad-Yakshi bei den Asari ist es jedoch möglich, dass Arya T'Loke sie überwachen lässt. Okay. Danke. Dann gehen wir doch mal zu Arya. Hallo, nicht stehen bleiben. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Dann können wir wieder ab in den Club. Das wäre ja schon mal was. Ach ja, das waren ja noch Zeiten, ne, wo wir ganz zu Anfang hier waren. Genau, da haben wir, glaube ich, Garrus' Mission hier gemacht. Hallo, Gris. Arya hat Arbeit für Sie. Oh, sie hat Arbeit für mich. Schau an, schau an. Erzähl mal. Was brauchen Sie? Sehen Sie auf dieses Datenpad. Oh, was ist das? Das würde mich mal interessieren. Einer der Söldner, die hinter Archangel hier waren, hatten dieses Datenpad okay. Dabei. Sie wären ihr nächstes Ziel gewesen. Zeigen Sie her. Interessant. Würde mir wohl jemand erklären, wie uns diese Information durchs Netz rutschen konnte? Ich gehe der Sache nach. Danke für die Information, Shepard. Ich werde wohl in meiner Organisation ein wenig aufräumen müssen. So, und Samaras Tochter. Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist eine Adad-Yakshi. Wir müssen sie finden. Ich wusste es. Nichts hinterlässt eine Leiche, die so leer ist. Nur eine Adad-Yakshi. Sie haben nichts unternommen, um sie zu töten? Warum sollte ich? Mich wollte sie ja noch nicht verführen. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Hübsches Ding. Lebte in den Wohnhäusern hier in der Nähe. Dort würde ich mit der Suche beginnen. Soll ich sagen, dass es Samaras Tochter ist? Eine flüchtige Asari hält sich hier versteckt. Sie ist ich wusste es. Ja, gut, gut. Ihr letztes Opfer war ein junges Mädchen. Ja, okay. Hübsches Ding. Ich dachte, ich könnte da irgendwas Neues sagen. Aber ich glaube, das war auch die Option, die ich vorhatte. Ne? Viel Glück bei der Suche und noch viel Glück beim Einfangen. Ja, Entschuldigung. Ich bin nicht so ganz auf der Höhe gerade. Hallo, Anto. Sie wollen reden? Reden Sie mit Arya. Ich rede mit wem ich will. Ja, da unten geht der Club hier noch irgendwie weiter. Können wir uns auch mal bei Zeiten anschauen. So, aber erstmal werden wir zumindest schon mal in die Richtung dieses Mädels gehen, das von Samaras Tochter verführt und irgendwo auch ausgesaugt wurde. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Blub, blub, blub. Lewis Actions. Das kann ich passieren, richtig ist, da drüben. Ne, ich glaube, da bei Apartments war richtiger. Ist das Shepard? Ja, das bin ich. So. Ich safe hier mal, weil hier gibt es irgendwie so eine Stelle, wenn man da falsch reinläuft, dann verbuggt man irgendwie hier drin. Halt dein Maul. So, und hier irgendwo ist, glaube ich, die Wohnung von dem Mädel gewesen. Da, hallo? Sind Sie wegen meiner Tochter hier? Meine Neffe ist vor einer Woche gestorben und niemanden scheint es zu interessieren. Die Mediziner reden von einer Gehirnblutung, aber das ist nicht wahr. Es war Mord.
Jemand hat meinen Neff ermordet, meinen Schatz. Tja, das klingt doch sehr verdächtig nach dem, was wir suchen. Ich glaube auch, dass sie ermordet wurde und ich suche ihren Mörder. Danke. Es ist so schwer, wenn einem niemand glaubt. Ich bin jetzt ganz allein. Gehören Sie zu Arias Leuten? Nicht so wirklich. Ich ermittle aus eigenem Interesse in diesem Fall. Niemanden auf dieser Höllenstation kümmert es, dass meine Neff tot ist. Wenn Sie etwas unternehmen können, werde ich behilflich sein, so gut ich kann. Was für ein Mädchen war Ihre Tochter? Meine Neff hatte in sich so ein Feuer. Sie war schüchtern, aber sehr kreativ, irgendwie getrieben und das beste Mädchen, das eine Mutter sich wünschen kann. Sie war kreativ? Wie? Sie war Bildhauerin. Mehrere Galerien waren an ihr interessiert. Sie sagten, ihre Werke seien so unverbraucht. Darf ich Neffs Zimmer durchsuchen? Ich will nichts durcheinander bringen. Ihre Kleidung, ihre Kunst, ihre Skulpturen. Alles ist genauso, wie sie es zurückgelassen hat. Und so wird es immer bleiben. Mein Schatz ist fort. Sie ist fort. Danke. Es tut mir leid. Ich vermisse sie so sehr. Schon in Ordnung. Wir alle mussten Verluste durchleiden. Ich weiß, was es bedeutet, eine Tochter zu verlieren. Ich werde sie rächen. Danke. Und wenn es Ihnen hilft, den Mörder zu finden, dann durchsuchen Sie ruhig Ihre Sachen. Wir werden uns respektvoll verhalten. Ich werde Ihre Sachen durchsuchen. Nun denn? Das ist ja, das ist ziemlich tragisch. Sehr, sehr tragisch. Kann ich hier irgendwas absuchen? Nö. Starflingerot. Ist auch nicht gerade eine hübsche Wohnung, aber gut. Ja, dann gucken wir noch mal rein, was es hier so gibt.